Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Und dieses Video ist außerdem noch ein Messebericht. Yay! Es geht zur Frankfurter Buchmesse. Exakt, es ist gerade 6.30 Uhr am Mittwochmorgen und ich stehe gerade vor dem Bäcker. Ursprünglich wollte ich um 6 Uhr bereits los, aber weil ich beim Bäcker schon drin war und jetzt hier einen tollen Cappuccino schon für unterwegs habe und mich mit Knabbereien und Brötchen eingedeckt habe für die Fahrt und auch für später auf der Messe, weil ich nämlich irgendwie verpeilt habe, sowas wie Kekse und allgemein irgendwas Nahrhaftes zu kaufen vorher, habe ich jetzt gedacht, okay, ein bisschen Kekse vom Bäcker und Brötchen, so was Milchbrötchen tut es dann erstmal auch. Hauptsache ist ja einfach, dass wir nicht verhungern und das heißt, jetzt geht's los nach Frankfurt und wenn alles gut läuft, bin ich um 10.45 Uhr bereits am Messegelände. Ich bin super gespannt und ich freue mich voll. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz im Messefeeling. Ich habe aber das Gefühl, ich habe auch irgendwas vergessen. Also Presseausweis habe ich, aber irgendwas wird daneben gehen. Jetzt werde ich mich auf jeden Fall erstmal auf die Straße begeben und hoffe, dass ich heile ankommen werde und dass demnächst irgendwann mal die Sonne aufgeht. Wir sehen uns an der Messe. Angekommen in Frankfurt auf dem Messegelände. Ich stehe hier gerade auch auf dem Parkplatz. Hinter mir befindet sich direkt der Eingang von Halle 3. Und ja, ich war jetzt knappe 5 Stunden oder gute 5 Stunden, bis ich hier auf dem Parkplatz war, tatsächlich unterwegs. Habe einmal bei Dortmund kurz im Stau gestanden. Aber jetzt bin ich da und ich weiß, dass andere auch schon da sind. Deswegen mache ich mich jetzt gleich mal auf den Weg nach drinnen. Mal gucken, ob ich ohne Taschenkontrolle reinkomme. Ich glaube eher nicht. Mein Kofferraum ist gerade auch schon durchgeguckt worden. Und voll aufgeregt. Thank you.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu 3 Fragen an. Heute mal nicht mit einem Autor oder einer Autorin, sondern mit einer Mitarbeiterin von einem Verlag. In dem Fall von Trümmer und Knauer. Und neben mir sitzt heute Patricia Kessler, der ich schon mal herzlichen Dank sage für die Zeit, die du dir nimmst. Thank you.
Und da ist der erste Tag der Buchmesse auch schon wieder zu Ende. Ich verlasse gerade zum ersten Mal wieder die Buchmesse. Witzig. Ich habe den Martin heute getroffen, beziehungsweise er hat mich direkt gefunden am Anfang. Und die Johanna habe ich getroffen und die Alex, alias die Thriller-Tante, habe ich auch getroffen und ein paar bekannte Gesichter gesehen. Ansonsten allerdings noch nicht alle, die ich insgesamt treffen möchte. Aber wir sind schon schön zu dritt über die Messe gezogen. Das war schon wieder sehr toll. Außerdem hatten wir einen Termin mit Patricia Kessler vom Trümmer-Knauer Verlag. Da hat der Martin ein kleines Interview geführt und ich habe ein bisschen Kamerafrau gespielt und das alles aufgenommen. Außerdem war ich mit Johanna beim Magellan Verlag. Da wurde uns das neue Programm vorgestellt und ich bin sehr erfreut über dieses Programm. Also die haben ja erstmal zum einen haben die mega geile Cover immer und die haben so schöne Ausnahmestories einfach. Also es ist schon echt etwas, was so ein bisschen mehr Konzentration beim Lesen braucht. Also zum einen, einerseits hat der Verlag sehr viele Kindersachen, also sehr für den jüngeren Bereich, aber eben auch dieses... Ja, diese harten Nüsse, wo man eben schon mitdenken muss. Also die sind da sehr vielfältig tatsächlich. So ein Mittelding gibt es bei denen aber, glaube ich, tatsächlich auch nicht unbedingt. Jedenfalls, nachdem wir dann jetzt gerade eben so über die Messe gelaufen sind und uns gedacht haben, noch das Buch wollen wir haben und das Buch ist so schön. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Buch gefunden, dann haben wir ein bisschen was draus gelesen und wir hatten beide direkt Gänsehaut, also Johanna und ich. Wir haben beide gesagt, das würden wir jetzt sofort direkt mitnehmen, war beim Löwe Verlag tatsächlich. Aber auf der... Frankfurter Buchmesse wird ja leider nicht innerhalb der Woche verkauft, sondern nur am Sonntag. Und Sonntag ist aber ja leider, bin weder ich da noch Johanna, Martin ist noch da. Auf jeden Fall kann keiner von uns Bücher kaufen am Sonntag. Außerdem ist Sonntag ein bisschen spät, wenn man zwischendurch ja schon die Autoren trifft. Und jetzt haben wir tatsächlich uns überlegt, wir müssen eher noch was essen. Und es gibt ein Thalia in der Nähe. Und wir haben uns gedacht, komm, lass uns doch tatsächlich einfach mal in die Buchhandlung fahren, da was essen. Und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Buch, das wir dann doch mitgehen lassen müssen. Also Bücher shoppen dann halt nicht auf der Messe, sondern außerhalb der Messe. Aber dass der erste Tag schon wieder rum ist, ist irgendwie echt witzig. Ich nehme euch jetzt aber auf jeden Fall nochmal mit in die Buchhandlung. Und die Buchhandlung überspringen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich habe nämlich meine Kamera tatsächlich nicht mit aus dem Auto rausgenommen, weil ich gedacht habe, okay, Buchhandlung... Es war schon zu spät und wir sind da noch so ein bisschen durchgestartet. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich über eine Stunde in diesem Thalia verbracht. Wir sind mehrfach rauf und runter gelaufen, weil wir diverse Bücher gesucht haben. Und ich muss jetzt sagen, ups, ich habe tatsächlich so einen Stapel Bücher mitgenommen. Ich glaube, ich habe 5 Bücher gekauft, 2 Hardcover, 3 Taschenbücher. Und ursprünglich sind wir wegen einem bestimmten Buch hingefahren. Das Witzige ist, genau dieses Buch haben wir nicht gefunden. Wir wollten eigentlich wegen einem Buch aus dem Löwe Verlag hin, Deine letzte Nachricht für immer. Johanna und ich hatten das Buch am Verlagsstand schon angelesen und das war so pure Gänsehaut. So. Also es war echt so, ja, ich weiß nicht, ich glaube es sind Nachrichten, die man auch online lesen kann, aber in diesem Buch sind die halt alle zusammengefasst und wegen dem Buch wollten wir eigentlich hin. Und letztendlich habe ich 5 andere Bücher mitgenommen, aber ich muss dazu sagen, es sind 2 oder 3 Bücher dabei, die ich jetzt auf dieser Messe signieren lassen kann. Und die anderen beiden Bücher habe ich mitgenommen, weil ich die mir schon immer kaufen wollte und sie mir sonst nie kaufen werde, irgendwie gefühlt. Also weil ich so oft schon dran vorbeigelaufen bin, dass ich gesagt habe, ach komm, ich nehme die jetzt mal mit, weil ich will die eh haben. Von daher musste das jetzt mal erledigt werden. Ich glaube, wir haben echt eine Stunde in der Buchhandlung verbracht und danach sind wir dann auch noch schön Pizza essen gegangen, weil Essen ja auf der Messe auch immer gerne mal zu kurz kommt. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, ich habe heute so viel gegessen, weil ich 5 Stunden Auto gefahren bin und wenn ich lange Auto fahre, dann esse ich auch immer unheimlich viel. Also ich glaube, ich habe unheimlich viel gegessen, aber ich bin auch laut meinem Schrittzähler 7.363 Schritte gelaufen. Das ist auch okay, das sind 2.000 mehr als eigentlich mein tägliches Schrittziel beinhalten. Und man muss bedenken, ich laufe auf Stützen. Das ist ja auch nochmal immer ein bisschen anstrengend. Und ich war gar nicht den ganzen Tag auf der Messe. Ich war tatsächlich nur 4 oder 5 Stunden auf der Messe heute. Das ist gar nicht so viel. Morgen geht es ein bisschen eher los. Morgen wollen wir uns schon um 7.30 Uhr zum Frühstück treffen, dass wir pünktlich um 9 Uhr auf der Messe sind zur Eröffnung. Und zwischendurch wird die Messe noch verlassen für ein
für eine Veranstaltung außerhalb, die Martin moderiert tatsächlich. Und ja, dann mal gucken, was morgen so ansteht. Ich habe gerade gar keinen Überblick. Ich bin einfach fix und fertig und weiß, dass morgen aber auf jeden Fall zwei Menschen da sind, auf die ich mich super freue. Und bin einfach jetzt schon total froh, dass ich so viele Leute getroffen habe, die ich kenne. Und hoffe, dass ich morgen weitere Leute sehe. Kurzum, der erste Messetag ist vorbei und ich denke mal, das erste Video wird vorbei sein, weil ich heute so viel gefilmt habe. Es sind so viele Eindrücke gewesen. Ich weiß, dass ich am ersten Tag immer am meisten filme und in den nächsten Tagen nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass ich das jetzt die nächsten Tage ein bisschen ausgleichen werde, aber es sind so viele Eindrücke. Es sind ja nicht nur die ganzen Bücher, sondern auch die Menschen. Und man tauscht sich aus. Wenn man sich nur alle halbe Jahre sieht, dann muss man erstmal reden, was bei dir so passiert. Erstmal auf den aktuellen Stand bringen, was so die soziale Kommunikation betrifft. Und dann über Bücher, was hast du gelesen, was hat dir gefallen, kannst du irgendwas empfehlen? Oder ich suche gerade nach das und dann nach dem und dem Genre oder das und das oder hast du was von dem Autor und so. Also Bücher stehen schon total im Mittelpunkt, aber halt nicht nur, sondern auch so ein bisschen die soziale Kommunikation im anderen Umfeld und ja, einfach so viele Menschen. Man hat sich so lange nicht gesehen und ja, jetzt bin ich aber auch mega froh. Ich habe, glaube ich, um 21 Uhr jetzt heute Abend hier in meinem Hotelzimmer eingecheckt. Das ist übrigens mega cool. Also es irritiert mich total, weil es anders aufgebaut ist als die letzten Jahre, aber es ist groß. Es ist irgendwie größer als die letzten Jahre und ich bin mit diesem Hotel mega zufrieden. Also ich werde für nächstes Jahr direkt wieder vorreservieren und ja, ich glaube, ich werde jetzt nur noch meine Daten sichern. Mein Laptop steht ja auch schon neben mir, Internet ist auch da, ist ein paar. Bisschen Musik hören, vielleicht noch ein bisschen lesen. Meine Akkus hängen auch schon an der Steckdose, damit ich morgen auch wieder mit vollgeladenen Akkus meine Kameras zücken kann. Und ich glaube, dann geht's ins Bett. Also, dann ist, glaube ich, Haya angesagt. Und ja, dann geht's auf in ein nächstes Video. Morgen geht's schon in den Donnerstag. Ja, dann sage ich auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der ein oder andere wird vielleicht auch so ein bisschen die Messe auf meinen Social Medias verfolgt haben. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo und ich rede gerade vollkommen in der falschen Reihenfolge, aber passt schon, liked einfach alles. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder in den Kommentaren. Bis zum Messe-Donnerstag.